ich lebe die preußischen Tugenden. Also bei mir hat der liebe Gott den Freizeitchip nicht eingebaut. Ich arbeite viel, arbeite gerne. Das ist alles für mich eins. Ich will gestalten in meinem Leben. Das ist das Wichtige. Ob ich ein Macher bin, na sicher, das schließt es vielleicht nicht aus. Aber das Wichtigste für mich ist, dass ich gestalte. Die Menschen, die hier arbeiten, sind Künstler. Ich gehe immer mit einer ganz großen Demut durch die Manufaktur und sehe, was hier geleistet wird. Die Manufaktur steht für Kunst, Kultur, Design, höchste Handwerkskunst, höchste Qualität, Weltklasse. Wir waren immer Avantgarde, also wir haben immer die Trends vorgegeben über die Jahrhunderte. Die Manufaktur war ja immer fortschrittlich. Und im Grunde waren wir eigentlich immer ein Start-up-Unternehmen zur jeweiligen Zeit. Die Welt hat sich nach uns gerichtet und nicht umgekehrt. Gutes Design macht aus, wenn Menschen sich auseinandersetzen, ein Produkt zu schaffen, was auf den ersten Blick als was Besonderes erkannt wird. Eine gute Uhr macht aus, wenn sie ein besonderes Design hat, wenn sie etwas Besonderes ist, gerne auch, wenn sie limitiert ist. Und wenn man sieht, welche Arbeit da drin steckt und wenn man so sieht, wie die Räder ineinander gehen, das finde ich was ganz Besonderes. Man muss auch was verbinden damit. Also ich finde, eine Uhr darf nicht dazu da sein, dass man die Zeit abliest. Ich verbinde mit meiner Uhr höchste Handwerkskunst, weil ich eine Manufaktur besitze. Und weil ich weiß, was das bedeutet, so etwas herzustellen und wie aufwendig das ist. Das schätze ich bei Uhren und bei vielen anderen Dingen.